Wie immer findest du in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Uff. Der kleine Hund hat er mich einfach erschreckt. Hey liebe Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute dreht sich alles um die Frage, wie kannst du mehr aus deiner Lebenszeit herausholen? Ich habe mir drei Gewohnheiten angewöhnt, die wirklich bei mir tagtäglich einen Unterschied machen und mir helfen, das meiste aus meiner Lebenszeit herauszuholen. Als erstes möchte ich dir darüber erzählen, warum ich nie ohne den Wecker zu stellen ins Bett gehe. Als zweites soll es darum gehen, warum ich vorm Schlafengehen immer die drei wichtigsten Ziele des nächsten Tages aufschreibe. Und als drittes soll es sich darum drehen, warum ich meinen Tag jeden Morgen plane, strukturiere und die einzelnen Aufgaben und Termine priorisiere. Wie immer findest du diese einzelnen Punkte in der Videobeschreibung mit den dazugehörigen Zeitcodes. Und damit kommen wir auch schon zum Hauptteil des Videos. Als erstes geht es um die Frage, warum stehe ich denn jeden Tag kontrolliert auf? Warum stelle ich mir jeden Tag einen Wecker, damit ich meinen Schlafkonsum, mein Schlafbedürfnis kontrollieren kann? Für mich hat das mehrere Gründe. Erstens, natürlich brauchen wir Menschen eine gewisse Menge an Schlaf. Im Schnitt sind das 7 bis 8 Stunden pro Tag und variiert natürlich von Person zu Person und von Lebensstil zu Lebensstil. Aber im Grunde haben wir alle eine Sache gemeinsam und das ist unser Schlafbedürfnis. Jeder hat ein Schlafbedürfnis. Und die Sache ist, erstens, wenn wir mehr schlafen, als wir tatsächlich benötigen, dann fühlen wir uns weniger aufmerksam, wir sind weniger konzentriert, weniger fokussiert und wir fühlen uns sogar tatsächlich mehr müde, als wenn wir weniger geschlafen hätten, wenn wir die optimale Schlafmenge gehabt hätten. Und als zweites, jede Sekunde, die du zusätzlich schläfst, die über dein normales Schlafbedürfnis hinausgehen, egal wie viel du schlafen musst, über dein optimales Schlafbedürfnis hinausgehen. Das ist eine Sekunde, die verschwendet ist. Meiner Meinung nach ist es eine unglaubliche Zeitverschwendung, mehr zu schlafen, als du tatsächlich musst. Ich liebe es, jeden Morgen aufzustehen, zu wissen, okay, ich habe es geschafft, ich habe die erste Aufgabe des Tages gemeistert, ich bin zur Uhrzeit aufgestanden, zu der ich aufstehen wollte. Und als zweites, ich habe dann einfach mehr Zeit, gerade am Wochenende, an dem nicht so viel ansteht, an Feiertagen, an dem ich mal wirklich ganz entspannt in den Tag starten kann, liebe ich es, sogar früh aufzustehen. Ich liebe es, super entspannt in den Tag zu starten, zu wissen, dass kein Zeitdruck herrscht. Das hilft mir, kreativ zu sein. Das hilft mir wirklich, meinen Körper und mich selbst mal ein bisschen zu schonen, mich zu reflektieren. Und ich genieße das einfach unglaublich sehr. Und wenn du jetzt mal überlegst, ganz rational, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde früher aufstehst im Schnitt, weil du jetzt am Wochenende keine 10 oder 11 Stunden pennst, sondern wirklich deine 8 Stunden einhältst, dann hast du unglaublich viel mehr Zeit für dich selbst. Dann hast du unglaublich viel mehr Zeit, die du bewusst erlebst. Und wenn du wirklich an dein Schlafbedürfnis denkst und das einhältst, dann schadet dir das auch nicht. Nein, es benötigt einfach nur ein bisschen mehr Disziplin und dann schaffst du es auch, mehr aus deinem Tag herauszuholen. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, warum ich jeden Tag komme, was wolle, um 7 Uhr aufstehe. Und wenn du mehr darüber hinaus finden möchtest, dann findest du erstens in der Videobeschreibung den Link zu dem Video und dazu noch den Blogpost, den ich darüber geschrieben habe. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Die zweite Gewohnheit, die ich mir angeeignet habe, ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich habe damit erst vor circa 6 Monaten angefangen, aber in dieser Zeit habe ich unglaublich große positive Auswirkungen aufgrund dieser Gewohnheit auf mein Leben erfahren. Und zwar, wenn du jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, wirklich bevor du einschläfst, dir Gedanken machst, was steht morgen an und dir die drei wichtigsten Ziele dabei rauspickst, die drei wichtigsten Aktivitäten und sie aufschreibst, dann hat das unglaublich große Vorteile, unglaublich positive Auswirkungen auf deinen nächsten Tag. Als allererstes fokussierst du dich wirklich mal darauf, die Gedanken zu machen, was ist denn wichtig morgen? Worauf sollte ich mich denn vorbereiten, mental? Zweitens, wenn du mit diesem Gedanken ins Bett gehst, wenn du weißt, was morgen ansteht, dann kann dein Unterbewusstsein tatsächlich schon mal an Lösungen arbeiten oder sich schon mal vorbereiten und dass du darauf eingestellt bist, was morgen ansteht. Und als drittes erlaubt es dir natürlich, dieser Gedankengang schon mal Arbeit für den nächsten Tag zu sparen, wenn es dann um die Frage geht, was sind die wichtigsten Aufgaben
und wie kannst du deinen Tag am besten gestalten? Für den heutigen Tag war das beispielsweise bei mir natürlich das Video, das ich jetzt gerade drehe, meinen neuen Blogartikel und natürlich für die Klausur lernen, die dann nächste Woche ansteht. Und als ich mir das gestern aufgeschrieben habe, das hat vielleicht eine Minute gedauert, da konnte ich mich schon mental auf das Video vorbereiten. Ich wusste, was ich letztes Mal noch nicht so gut gemacht habe und worauf ich mich diesmal konzentrieren sollte. Und es hilft mir einfach wirklich, mich schon mal auf den heutigen Tag vorzubereiten, worauf ich mich freuen kann. Und wie gesagt, hilft es dir, den nächsten Tag besser zu planen, zu priorisieren und zu strukturieren. Und damit kommen wir auch schon zum Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 dreht sich alles darum, dass du ab sofort deinen Tag planst, strukturierst und deine Aufgaben und deine Termine wirklich priorisierst. Ziel des Ganzen ist, dass du dir über deine Lebenszeit bewusst wirst und dass du deine einzelnen Lebensstunden, die dir zur Verfügung stehen, wirklich auch nutzt, dass du das Beste daraus machst. Und sei es, was mit Freunden machen, sei es, in die Eisdiele zu gehen, sei es, ins Kino zu gehen, sei es irgendetwas, was du wirklich in deiner Freizeit tust. Auch diese Sachen kannst du strukturieren, die kannst du priorisieren. Worauf hast denn du Bock? Mach dir Gedanken, was du wirklich mit deiner Zeit anstellst. Ich zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dann gehe ich erstmal einen Schluck Wasser trinken, dann gehe ich an mein Handy, mache da ein paar Sachen und dann gehe ich an mein iPad und journal erstmal. Ich strukturiere meinen Tag. Ich nehme meine Liste von dem gestrigen Tag, die ich mir am Abend erstellt habe, die drei Ziele, die drei wichtigsten, packe die in meinen Bullet Journal und dann mache ich mir Gedanken, was mache ich mit der restlichen Zeit? Was steht denn an? Was muss ich erledigen? Habe ich was für die Uni zu tun? Kann ich irgendwas für meinen YouTube-Kanal machen? Kann ich irgendwas für meine anderen Kanäle machen, wie mein Blog oder Instagram? Kann ich irgendwas für meine Familie zu Hause machen? Kann ich irgendwas mit Freunden machen? Ich mache mir Gedanken, was ich mit meinen, ja, sagen wir jetzt mal 16 Stunden so anfangen kann. Und wenn du dir wirklich Gedanken machst, was steht denn an, dann wäre der nächste Schritt zu priorisieren. Was ist denn am wichtigsten? Was sollte ich davon als allererstes machen? Und um das einfacher zu gestalten, empfehle ich dir, dass du dir Gedanken machst, wie viel jede einzelne Aufgabe und wie viel jeder einzelne Termin an Zeit benötigt. Und damit meine ich auch die Freizeitaktivitäten. Mach dir Gedanken, wie lange deine Pausen sein sollten. Mach dir Gedanken, wie lange du mit deinen Freunden wahrscheinlich unterwegs bist. Das ist nur eine grobe Einschätzung, damit du deinen Tag wirklich besser priorisieren kannst, dass du wirklich weißt, was für dich am wichtigsten ist und wo du nun mal am meisten Fokus, wo du am meisten Energie drauf richten solltest. Bei mir zum Beispiel heute war das natürlich das Video und das Lernen. Das Schreiben mittlerweile fällt mir super einfach, aber beim Film bin ich einfach noch sehr kritisch. Mir ist es wirklich wichtig, dass ich mich darauf konzentriere, mein Bestes wirklich in diese Arbeit reinzustecken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was mit Freunden machen würde heute, dann würde ich natürlich das auch aufschreiben. Dann würde ich aufschreiben, mit welcher Person, was haben wir denn geplant und wie lange haben wir das geplant. Zum Beispiel gestern habe ich was mit Freunden gemacht, wir haben ein bisschen gefeiert und dann habe ich aufgeschrieben, Party von der und der Person. Und habe mir dann auch noch Gedanken dazu gemacht, ob ich da irgendwas zu beachten habe. Zum Beispiel zu fragen, ob die noch was brauchen für die Party, zum Beispiel irgendwelche Becher oder ein bisschen Bier oder so. Und dann natürlich abzuklären, wer kommt denn alles, möchten Freunde von mir noch dazustoßen. Und so schaffe ich es wirklich, meine Lebenszeit zu strukturieren, meine Lebenszeit zu priorisieren und als Resultat wirklich das meiste aus meiner Lebenszeit rauszuholen. Und damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und ja, klick den Subscribe-Button, auch gerne diese Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video rauskommt. Und wenn du wirklich gerne etwas zu meiner Morgenroutine erfahren würdest, beziehungsweise zu meiner Schlafroutine, dann lass mich das gerne wissen und ich mache ein Video dazu. Und damit bis zum nächsten Mal.